bei diesem Projekt ging es darum, zum einen natürlich, dass wir eine neue Gruppe eröffnet haben und dass wir uns überlegt haben, wie kriegen wir das hin, dass die Kinder wirklich sich direkt dieser Gruppe auch zugehörig fühlen können. Ja, in die Schraubergruppe gehe ich gern, weil hier so viel Schrauberspielzeug gibt. Das Projekt ging ungefähr 2 Wochen. Am Anfang stand hier natürlich nichts in der Gruppe, der Gruppenraum war leer. Wir sind mit den Kindern durch diesen Gruppenraum gelaufen, haben ihn kennengelernt, haben schon da überlegt, wo könnte etwas hingehören, wo möchten die Kinder gerne etwas hinstellen. Anschließend haben wir von einer Architektin, die hier mitgestaltet hat, Architektenpläne erhalten. Also erstmal hatten wir einen Plan gebastelt da und aufgeklebt und gemalt. Nachdem das klar war, mussten wir uns einigen. Also das waren ja unterschiedliche Ideen. Da sind wir dann mit den Kindern gemeinsam durch diese Bereiche gegangen. Und dann müssten wir mit dem Buckelstein aussuchen, entscheiden. Und dann haben wir es so gemacht. Und so konnten wir das dann einrichten. Also aufgeteilt in der Puppenecke haben wir jetzt einmal das Sofa, wo das hin soll. Der Kaufladen, der ganz arg wichtig ist bei unseren Kindern, weil sie wahnsinnig gerne damit spielen. Den Tisch. Den Teppich. Die Puppenecke ist eingeräumt. Die Lümmelecke. So, dass sie sich dort auch hinlegen können. Das waren so die Gegenstände, die die Kinder haben einrichten können. Die Kinder haben das mit allen Sinnen aufgenommen. Also sie waren mit Leib und Seele dabei, waren euphorisch. Und man merkt ihnen einfach an, dass es toll ist, dass sie ihre Gruppe einrichten dürfen und dass sie gespürt haben, wir dürfen entscheiden, wo was hinkommt und wie unsere Schraubergruppe aussehen darf. Und bei diesem ganzen Prozess, bis wir so weit waren, ging es uns vor allem auch darum, dass die Kinder lernen konnten, wie kann ich entscheiden. Also dass es unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten gibt, dass es demokratische Regelungen gibt, die man auch schon im kleinen Alter durchführen kann. Ich finde, sie sind in dem Moment nochmal wieder gewachsen und haben gezeigt, schau her, hier, ich bin hier und ich kann sehr wohl mitbestimmen. Und ich weiß, was ich möchte. Ich kann aber auch akzeptieren, wenn es jetzt gerade mal nicht so funktioniert, sondern ich weiß einfach, ich werde gesehen als Mensch. Und das hat man den Kindern sehr, sehr gut angemerkt.